Hallo und herzlich willkommen zum Kulturflash Festival 2014 hier in der Volkshochschule Mülheim an der Ruhr. Der Kulturbetrieb der Stadt hat sich darum gekümmert, dass die Jugendkultur eine Bühne geboten wird, dass hier ein Programm der Extravaganz geboten wird und dass 100 Beteiligte zeigen können, was Jugendkultur sein kann. Das Schultheaterprojekt Realtheater zwischen der Realschule Broich und dem Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr hat ein Theaterstück geschrieben, das den Titel Terrorfund trägt. Exklusiv fürs Kulturflash 2014 haben sie eine kleine Szenenauswahl angelegt, um diese darzubieten. Stammsilagen gegen fertige Hausaufgaben. Jeden Morgen dasselbe Theater. Du kommst zu spät zu der Schule. Alter Schimmel. Steh auf. Der Schlaf nach dem Aufstehen ist der gesündeste. Jeden Morgen dasselbe Dame. Wir sehen jetzt die Big Band der Otto-Pankok-Schule, die unter Beweis stellt, dass Jugendkultur nicht bedeutet, sich mit Freunden in einem Proberaumkeller zusammenzusetzen und dort Punk zu machen, sondern eben auch mit vielen Leuten etwas Schönes erschaffen kann. Cybermobbing. Das war das Thema des Workshops der Schülerinnen und Schüler der Realschule Broich. Diese haben einen Krimi verfasst, der sogar einen Preis bekommen hat. Da wollen wir doch mal reinsehen. Ja, wir haben jede Aufgaben gekriegt, uns in Gruppen aufgeteilt. Manche haben zum Beispiel Paul, das ist ein Tagebuch dazu geschrieben, zum Paul. Manche zu Chantal, das ist die Hauptperson, das ist das gemobbte Mädchen. Paul will halt Detektiv werden und will halt herausfinden, wer der Mobber ist. Prügelt sich auch mit welchen, weil er einen Verdacht hat. Ja, ich habe das Profilbild gemacht. Hier. Was man da auch sieht, das ist das Profilbild vom Täter. Ich bin in der Schule, bin ich im WP-Kurs, also Wahlpflicht, bin ich Grafikdesign und einer aus meiner Klasse eben auch und dadurch haben wir beide das eben gemacht. Cybermobbing habe ich noch in der Schule noch nie erlebt. Wie hat's dir gefallen? Sehr gut. Alles klar. Super. Das ist auf jeden Fall super, also durch und durch. Super Idee gewesen. Wir sehen jetzt die Band Roxopolis aus Essen und Mülheim, die es schafft, Reggae-Musik zu machen, ohne dabei irgendwelche Klischees zu befriedigen oder zu beantworten, sondern eine ganz eigene Attitüde einzubringen. NDP hatte die Ehre, am Samstagabend das Kulturflash Festival 2014 zu eröffnen und hat gezeigt, dass Jugendkultur nicht nur Bands sind, sondern auch Hip-Hop. Denn was gibt's schon da draußen? Ich fühle mich in meinen Reihen wohl, hier kennt man mich. Hier wirst du akzeptiert, solange du kein Gangster bist. So wie Sammy und Savas oder Denno und Azad. Die Beginner Curse Festival, der Eminem und die anderen. Nach ihnen bin ich immer beflügelt wie Hermes. Sind feste lyrische Kerne und entfalte bittersüße Wärme für die Hörer und Fans. Ich bin Optimus Rhyme, noch lange nicht der Beste, doch und Top Nummer 1. Wäre Johnny Cash in Mülheim an der Ruhr geboren? Und das irgendwann in den 1980er Jahren. Er hieße wahrscheinlich Jonas Stendel und würde genau solche Musik machen. Manga-Zeichnern wird eine Plattform geboten hier auf dem Kulturflash 2014. Ich stehe jetzt hier neben Lionel. Was ist denn der Reiz an Manga-Zeichnungen? Ja, es ist einfach schön, dieses Malen und es ist was anderes. Es sind nicht normale Zeichnungen, sondern man muss halt viel mit Konturen und mit Gesichtern arbeiten. Man fängt erst mit den äußeren Rändern an, danach zeichnet man wie so einen Strich ins Gesicht, der dann nachher hier die Augenbrauen zeichnet und danach geht man halt auf die Augen. Auch ich habe einige Songs beigetragen zu dem Kulturflash Festival 2014 mit meinem Projekt Kapitel 7, das eigentlich eine Band ist. Und ich habe mir die Freiheiten genommen, mal einen kleinen Songwriter-Auftritt, einen Solo-Auftritt darzubieten. Hier hinter mir seht ihr jetzt die Band Tildron. Tildron, das ist eine Mülheimer Band, die Mittelaltermusik, ein bisschen Metal, ein bisschen Rock kombiniert und euch in einen Traum entführt, wie sie sagen.
Ashby. Das sind die Newcomer von morgen. Sie machen Progressivrock und wissen, mit einer außergewöhnlichen Kombination an Musiktönen zu überzeugen. Der Games Workshop ist ein Workshop, der die Möglichkeit bietet, sich in die Welt von Warhammer eintauchen zu lassen und die hochkomplizierten Regeln kennenzulernen und dabei zu entdecken, dass alle Figürchen, die hier stehen, tatsächlich handbemalt sind. Ja, das sind halt hier so kleine Miniaturen, sagen wir dazu. Und dann gibt es halt bestimmte Farben oder Farbschemen, wie man diese Figuren halt anmalen kann. Also das hier ist jetzt, diese Figur nennt man einen Hochelfen. Am besten wäre es, entweder mit großen Flächen oder halt mit den Grundfarben anfangen zu bemalen, die man leichter wieder retuschieren kann. Es ist doof, wenn man etwas zittert, weil dann kann man nicht ganz genau malen. Aber mit der Zeit kommt auch die Übung. Ben und Joe, das sind zwei Singer-Songwriter aus Mülheim, denen man das Deutschtum nicht anhört. Sie klingen hochamerikanisch und wissen aber mit einer Country-Attitüde zu überzeugen. Der Kulturflash war ein cooles Ereignis einmal im Jahr. Unsere Headliner heißen Pinkepunk und Pinkepunk, das ist eine funky Mischung aus Rock und Pop und sind sozusagen Mülheims Helden. USAP ist die Abkürzung von Urban Solar Audio Plant. Die einzige solarzellenbetriebene, WLAN-gesteuerte Multikanalanlage für den öffentlichen Raum. Das, was wir machen, ist die Imitation der akustischen Umwelt. Jugendliche kriegen Aufnahmegeräte und durchforschen audiotechnisch den Alltag. Es gibt kein Stereo in der Umwelt, ne? Es gibt nur Surround. Und wir simulieren das quasi jetzt auf eine technisch-künstlerische Art und Weise neu. Das war's auch schon mit dem Kulturflash 2014. Zwei Tage lang hat der Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr die Jugendkultur dazu begeistern können, hier die Volkshochschule der Stadt in ein Feuerwerk der Gefühle zu verwandeln. Wir sehen uns im nächsten Jahr und wir freuen uns sehr auf euch.